zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, ist das mal ein anderes Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich versuche das einfach auch mal, ich zeige mich mal, und wem es nicht passt, verpisst euch Haters oder benennt mich noch besser. Bestes Beispiel, Tanzverbot. Und wie ihr unschwer schon den Titel lesen könnt, geht es heute um die Gaming Community. Ja, die Gaming Community auf YouTube ist mittlerweile eigentlich schon überhaupt keine Gaming Community mehr, sondern eher so eine Porno- und Beef Community. Woran liegt das? Ganz einfach an euch. Zum Teil auch an den YouTubern, aber warum das mehr an euch liegt, an den Zuschauern, werde ich euch jetzt erklären. Und zwar ist das ein ganz einfaches Prinzip. Ihr klickt Pornosachen, ja, anzüglich Thumbnails, in irgendein Beef-Scheiß aufgerollt wird, seid ihr sofort dabei. Das gibt teilweise bei manchen YouTubern ins Doppel an Klicks. Und ja, ihr klickt drauf. Das ist das. Ja. YouTuber reproduzieren einfach nur das, was am meisten geht. Ja. So, und aus dem Grund kann ich auch den Leuten nicht sagen, das ist ein Klick-Ei, weil ihr schaut es ja wie blöd. Ja. Genau das ist das Problem. Ja, YouTuber werden als Klickengelder abgestempelt. Jetzt mal eine Frage an euch. Wenn ihr YouTuber werden, ihr würdet sehen, ein Video mit einem Klick-Ein-Titel, Pornotitel, mit Beef-Inhalt, und ihr würdet sehen, dass das Ganze dreifache, doppelte, keine Ahnung wie viele mehr Aufrufe hat. Und sagen wir mal, es bringt euch 1000 Euro mehr im Monat, würdet ihr dann nicht so ein Content produzieren? Doch, genau das ist das. Ihr würdet es auch machen, ja. Ihr müsst das Ganze mal so ein bisschen aus unternehmerischer Sicht sehen. Das ist ganz einfach. Es herrscht Angebot, Nachfrage oder auch umgekehrt. Ihr gebt die Nachfrage und der YouTuber repräsentiert euch das. So, eine ganz einfache Geschichte. Ja. YouTuber produziert genau das, was ihr sehen wollt. Und ihr zeigt ihnen das nicht in Form von Kommentaren, sondern in Form von Klicks. Ja. Und dass YouTuber genau dem Content dann produzieren, ist ganz menschlich. Dann ist derjenige auch weder klickgeil noch geldgeil, weil ich meine, es will jeder viel Geld. Ja. Wenn ihr das mal aus unternehmerischer Sicht seht, dann würdet ihr auch, wenn ihr sehen würdet, dass ein gewisses Konzept mehr Geld bringt als alles andere, dann konzentriert ihr euch auf das Konzept, was mehr Geld bringt. Das ist eine ganz logische Sache, ja. Ja. Und genau darauf konzentriert man sich dann auch, wenn man das Ganze unternehmerisch sieht. Ja. Ich meine, in meinem Fall ist es jetzt in dem Sinne nicht so. Ich habe jetzt die letzten, ja, so 2-3 Wochen auch mal einen Test gemacht, wo ich einfach mal ein paar Scheiße. Scheiß-Videos hochgeladen habe. Ey Leute, diese Videos, die haben innerhalb von 2 Tagen 300 Aufrufe gehabt. Ja, das ist doppelt, wie ich an Abonnenten habe. Ja, aber so funktioniert das einfach auf YouTube. Genau, das, also, das ist generell folgende Regel: das, was ihr am meisten anklickt, genau das bringen auch die YouTuber, genau das wird auch hochgeladen, genau das wird produziert und genau das bringt am meisten Geld. Ja. So. Ich meine, das ist ja auch für YouTuber, ist das ja auch eine, schon so eine kleine Ego-Geschichte, wenn man auf einem Video, sag ich jetzt mal, 100.000 Klicks mehr hat. Ja. Ich meine, das beste Beispiel kann der krasse Rich Marcel Scott geben. Innerhalb von einer Woche 1 Million Aufrufe. Also, ist ja wohl klar, ne? Ich meine, und dass die viele Gaming-YouTuber, wie soll ich Namen nennen? Ich nenne mal Namen. ArboRed, Marcel Scorpion, dass die jetzt über eine lange Zeit, gut, bestes Beispiel ist von ArboRed, dass der jetzt schon gar keine Gaming-Stuff mehr macht, weil es einfach auf seinem Kanal nicht mehr so ankommt wie damals. Ist ja ganz logisch, würde ich dir genauso machen, oder? Ihr könnt, jetzt könnt ihr entscheiden, klickt ihr drauf, wird das weiterhin bringen. Verlangt ihr Gaming-Content und ihr deabonniert ihn deswegen und er bringt irgendwann der Gaming-Content. Und ihr klickt das wieder an und das gibt wieder mehr Klicks.
dann wird auch der Gaming-Content bringen. Das ist ein Kreislauf, ja. Es kommt immer im Endeffekt auf euch drauf an. Also es ist eine ganz einfache Geschichte für euch gerade. Ihr seid die Zuschauer, ihr bestimmt, was der YouTuber hochlädt, was er euch an Videos liefert. Ihr wollt wieder Gaming-Content sehen beim YouTuber, dann klickt verdammt nochmal die Scheiße nicht an, wenn ihr den Content nicht bringt. Fertig, ist eine ganz einfache Geschichte, ja. Ja, dann, ja, ihr dürft auf diese billige, wie soll ich es nennen, Werbung, ich nenne es mal leicht bekleidete Frauen, ich versuche mich, ich kann nur, wundere mich nicht, dass ich so rumstotter teilweise, ich versuche echt, mich noch ein bisschen sachlich auszudrücken und jetzt vielleicht nicht gar so ausfallen zu werden. Ja, wie gesagt, klickt es einfach nicht mal an, klickt das an, was ihr gucken wollt. Wenn ihr Pornotitel anklickt, ist klar. Dann wird auch Porno-Content geliefert. So, also ist das, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.